Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, heute geht's in die Vergesslande. Rein in die vergessenen Lavagefilde. Wir nähern uns so langsam dem Ende vom Spiel. Also in der Vergessversion sieht das Feuerland auch richtig geil aus. So, ich meine, ein, zwei Geheimgebiete gab es auch hier direkt zu Anfang. Du wirst mir angeboten, also nehme ich dich direkt mit. Ja, du wirst mir auch noch aufgezwungen zur Not. Okay, überhaupt nicht wie das Original aufgebaut. Also im Original war hier kaum Lava. Hier ist ja nur Lava. Aua. Wenn ich Glück habe, muss ich nicht hier das, was ich am Ende damals vom ersten Welt hier machen musste, nochmal machen. Da, wo man diese Feuerwelle vom Himmel abschießen musste. Das wäre ein Träumchen, wenn ich das nicht machen muss. Ach komm, die Sternmünze. Her damit. So. Sehr easy. So, ich tippe mal von ganz oben, muss ich dann in die Richtung nochmal. Ja, wird sogar angedeutet. Aber erst. Die habe ich gesehen. Ach, natürlich mit Sprung. So, hab. Das waren hoffentlich alle Seelen. Okay. Die ersten, die hätten wir schon mal. Erstes Abteil war easy. Okay, jetzt brauche ich Eis. Weil sonst kann ich nicht auf der Lava hier. Aua. Okay, das dauert mir zu lang. Weg. Gut, dass man das mit dem Eis blocken kann. Ich glaube, der Eis-Char hat ungefähr den besten Block. Ich habe diese Schlange vergessen. Ich habe die ausgeblendet, obwohl die so schrecklich sind. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Den Knopf zum Drücken. So, weg. Aua. Nicht das weg. Das brauche ich noch. So, ich habe keinen Bock auf Gegner im Weg. Ich sollte auch so nach unten teilweise chillen. Ja, genau deswegen. So, irgendwas versteckt. Weil könnte ja sein, dass da so ein Gang unter mir ist. Genau wie hier. Den man sonst übersehen würde. Im Leben habe ich hier schon alles gefunden. Irgendwo ist noch was versteckt. Ich wusste es. Dann beginnt jetzt die kunterbunte Suche. Gefunden. Da unten waren ja noch drei.
So, das müsste es jetzt aber gewesen sein, oder? Jawollo. So, nächste Ebene. Oh nee, ich habe ganz schlechte Erinnerungen mit dieser Ebene. Ich glaube, ich sollte hier mit dem Bob arbeiten. Komm her. Boomerang wäre auch eine gute Option. Aber das habe ich hier gerade nicht zur Verfügung. Irgendwo... okay, oben ist nichts. Also ich hätte einfach mal nachgeguckt. Boah, ja, die Bomben zum Zielen nutzen am besten. Natürlich auch jedes Mal mit nach oben klettern. Dann kann ja sein, dass oben was versteckt ist. Ich hätte gerade so viel lieber den Boomerang. Ja. So, und jetzt nicht zerquetscht werden. Als ob der so perfekt getroffen hat. Okay, der Knopf ist nur zeitlich begrenzt. Die schmeiße ich jetzt erstmal weg. Wenn ich könnte. Ich sehe schon, wie das ablaufen muss. Man muss so perfekt reinspringen mit der Bombe. Also die Bombe ist hier wirklich wichtig. Mit dem Boomerang wäre das sogar noch leichter gewesen, weil ich den einfach hätte drauflegen können. Nee. Und hier war doch diese Mini-Fetzel. Als ob ich da mit dem... Igel durch muss. Weil ich sonst nicht schnell genug bin. Ach, geht weg. Das, was für mich? Zumindest noch mal ein bisschen Geld. Auch wenn er mittlerweile unnötig geworden ist. Wenn es ums Kämpfen geht, nehme ich lieber eben kurz das hier. Das müsste Leoparda noch mal sein, oder? Schwert habe ich zum Glück schon auf Maximum. Ich erinnere mich da links. So, den Igel erstmal weg. Och, eine Phantomschlange. Mein. So, tschüss. Jetzt muss ich Maulwürfel schlachten. Einen noch. Okay, das hat doch super funktioniert. So, hier oben. Hier oben ist es. Ist nur eine Münze? Warte. Ich versuche das. Aber mit dem Igel. Ob man da eventuell rüber kann, weil das könnte auch eine Seele sein. Wenn ich jetzt hier das mit dem Achterbahnteil hier schaffen muss, ne? Darüber Seelen zu sammeln. Ach, das lief ja super. Direkt wieder nach oben.
Ich spammen. Ich habe zumindest hier rauf geschafft. Ich prüfe jetzt die Säulen hier oben. Ich traue denen halt nicht. Beziehungsweise ich traue denen das zu, dass sie das da oben verstecken. Hier war noch links, glaube ich, ein Versteck. Ja. Da habe ich mich richtig erinnert. Ich muss das wirklich mit so einem Achterbahnstopper machen. Bloß nicht reinpfeifen. Ey, lieber Schaden fressen als verkacken. Okay, da können Pranks drunter sein. Wie jetzt gerade. Oh, das Timing hier ist richtig gemein. Okay, und da ist der letzte. Okay, ich habe keinen versemmelt. Hoffentlich. Also es ging so schnell, ich konnte da kaum hinterher gucken. So, rechts ist auch noch ein Geheimbereich. Und da ist auch ein Gegner. Den hätte ich fressen sollen. Obwohl, kann ich die Phantomdinge überhaupt fressen? Habe ich gar nicht ausprobiert. Das war, glaube ich, das vorletzte Level, wo wir jetzt hier gerade sind. Also hier müssen wir jetzt 11 Seelen finden. Ich sorge mal lieber dafür, dass hier alles sauber ist. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger. Ich glaube, ich komme zum Wasser zurück. Ich hole mir eben kurz Neues. Weil ich brauche ja einmal kurz als Stopfer da hinten. Den Ballstopfer. Hüpf, Ball, hüpf! Und rein da. Für eine Kiste. Das war's doch noch nicht. So, jetzt muss ich mit dem Ringstopfer durch. Na gut, das ist einfach. Ich kann mir danach sogar den praktischen Hammer gönnen. Schade, Hammer ist weg. Ich durfte ihn doch nicht haben. Ich sehe den, Stopfpunkt da oben rechts. Ich habe ihn gesehen, keine Sorge. Ach, verschwinde da. Und noch eine Seele. Tschüss, Hase. Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Zumindest so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob ich die 700 Dosen noch brauche. So, wo ist hier irgendwas, das ich wegballern kann? Ich gehe mal kurz ein Stück zurück. Nur um sicher zu gehen. Okay.
Ich kann mich an keine Stelle davor erinnern, wo ich jetzt hätte schießen müssen. Ich muss mich von oben reindroppen lassen. So, hier über zurück. Beziehungsweise nach oben. Gekauft. Hier ist wieder so eine Mega-Schildkröte. Und auf der kämpfe ich sogar. Warte, jetzt will ich das. Okay, never mind. Ich wollte das mal ausprobieren, ob ich die essen kann. Und die haben sich jetzt einfach selber umgebracht. Bombe war eine gute Entscheidung. Den kann ich nicht essen, beim besten Willen nicht. So, von irgendwo muss ich noch 3 bekommen. Da sind sie. So, dann fehlt ja nur noch der Boss. Aber ist jetzt nicht so sonderlich praktisch, dass ich jetzt die Bomben habe. Die machen kaum Schaden. Der Igel ist hierfür, glaube ich, am besten. Zumindest, bis ich ihm die Hammer aus der Hand prügel. Ach du Heilige. Oh, ich kann so viel Munition gleich auf den schießen. Hat er hier eigentlich eine zweite Phase überhaupt? Ja, mit den Hammern. Her damit. Boah, weg mit dem scheiß Igel. Hilfe. Der Hammer mal, der macht wenigstens mal richtig Schaden, ey. Ja, komm her. Boah, die Illusionsversion von dem ist wirklich stark. Einmal noch. Tschüss. So, jetzt die Frage. Instant nach oben? Nee, offenbar nicht. Ja, Seelen haben wir alle. Gürteltor. Schaltet man ja erst mit den einzelnen Leveln frei. So, damit fehlt dann nur noch ein Level, ne? Seelen haben wir alle. Eine besondere Sammelfigur erhalten, ja. Leon Sandra.
Darauf habe ich keinen Bock. Eine Illusionsversion von dem Ultimativ-Boss. Jetzt kommt halt wirklich der Ultimativ-Boss. Der wird so hart reinhauen. Ja, hier wäre jetzt noch die Vergessen-Version von DDD jetzt noch verfügbar. Ich weiß, dass noch ein Kolosseum ja kommt und wir kriegen noch eine Schwertfähigkeit. Ich gehe übrigens mit den Hammern in diesen Kampf auf jeden Fall. Ja, Leute, aber hier verabschiede ich mich dann jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Ihr kennt es ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.